hier in Hameln wurde vor kurzem noch auf der Falte fleißig gearbeitet, denn die Straße wurde komplett erneuert. Auch an die Radfahrer wurde dabei gedacht. Schließlich möchte Hameln eine fahrradfreundliche Stadt sein und gab den freundlichen Fahrradfahrern jetzt das hier. Laut dem Verein ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, schwingen sich über 60% der Bevölkerung gerne aufs Rad, mit dabei aber auch immer unterwegs eine gewisse Angst und Sorge, weswegen nur bevorzugt stressfreie Strecken gefahren werden. Solche Strecken wie diese hier zum Beispiel aus dem Werbevideo der Stadt Bocholt. Schon zum 6. Mal wurde die Stadt vom ADFC zur fahrradfreundlichsten Mittelstadt ausgezeichnet, also vergleichbar mit Hameln. Aber auch in der Rattenfängerstadt tut sich etwas. Neben der Fahrradstraße gab es jüngst in der Innenstadt auf der Baustraße einen neuen Fahrradstreifen, der sich zumindest optisch deutlich von der Fahrbahn abgrenzt. Das gäbe so eine Art gewisses Plus an Sicherheit. Dazu kam auch der ADFC. Bei einer Umfrage sagten 72% der Radfahrenden, ist es wichtig oder sehr wichtig, vom Autoverkehr getrennt zu sein. So klar getrennt können Radfahrer in Hameln auf der Falte nicht mit ihrem Rad unterwegs sein. Auf der neuen Straße fahren auch Autos und LKWs und das immer auch mal wieder zum Teil auf den Radwegmarkierungen.